In der letzten Episode sahen Sie dies. Ich glaube, es galt mir. Der Name Ihrer Schwester? Julia Langford Adams. Joseph und Catherine Langford? Das waren meine Großeltern. Im Jahre 47 wurde Joseph Langford hingerichtet, weil er seine Frau ermordet hatte. Mein Vater hat den Fall gelöst. Ich bin Detective James Slade. Der Partner meines Dads, Danny McNamara, hat Premium Security gegründet. Gestern haben wir ein Fahrzeug verfolgt, das auf Ihr Unternehmen zugelassen ist. Sie wollen sagen, der Mord, der letzte Woche verübt wurde, hänge mit einem Mord zusammen, der vor über 50 Jahren passiert ist? Ganz recht. Ich habe den alten Partner meines Dads gefunden, Danny McNamara. Du musstest von dem Mädchen erzählen. Es wäre alles okay gewesen, wenn du den Mund gehalten hättest. Von welchem Mädchen sprechen Sie? Wir treffen uns am warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich bin schon okay. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, er wird ein paar Tage Ruhe brauchen. Ja, ich sorge dafür, dass er sie bekommt. Komm, setz dich hin. Ich gehe mich umziehen. Was haben die nur mit dir gemacht? Ach, so schlimm ist es auch nicht. Wäre ich nicht in dein Leben getreten, wäre das nicht passiert. Das ist doch nicht wahr. Nicht zu fassen, dass ich darauf angesprungen bin. Irgendwer ruft an und ich tappe in die Falle. Unbegreiflich, dass ich mich derart hab reinlegen lassen. Steve, ich möchte nicht, dass du meinetwegen verletzt wirst. Hör mal, Carrie, ich würde den Mord an Julia untersuchen, ob ich dich nun kenne oder nicht. Und je früher ich hier wieder raus kann, um ihre Mörder zu finden, desto froher werde ich sein. Möchten Sie irgendwas? Ja, ich möchte Hilfe. Bei Steve. Oh, in private Dinge mische ich mich niemals ein. Es geht nicht um private Probleme. Das ist gut. Ach, nein, ich... Dr. Sloan, ich mache mir Sorgen um ihn. Wegen dieses Falls? Ich habe noch nie einen Polizisten gekannt. Ich weiß natürlich, dass die meisten so sind. Aber ist er wirklich ständig so? Was meinen Sie? Er ist so von der Sache besessen. Oh, vielleicht nur ein wenig mehr als normal. Meinetwegen? Ja, durch Sie wird es persönlich. Und Ihr Vater? Wissen Sie, in diesem Fall spielt zu vieles hinein. Ja, es ist persönlich. Ich will bloß nicht, dass Steve irgendwas passiert. Das will ich auch nicht. Tja, wissen Sie, diese beiden Fälle sind derart miteinander verflochten. Der Mann, der Ihre Schwester ermordete, sollte von der Firma Premium Security bezahlt werden. Und diese Firma wiederum wurde von dem Mann gegründet, der in dem Mord an ihrer Großmutter ermittelt hat. Und zwar zusammen mit meinem Vater. Als ihr Großvater wegen Mordes an seiner Frau angeklagt wurde, da sagte er, er habe für jenen Tag ein Alibi. Er behauptete, er habe angehalten, um einer Frau zu helfen, deren Wagen auf der Straße eine Panne hatte. Sally? Als mein Vater und sein Partner die Frau fanden, war sie kurz zuvor ermordet worden. Das Mädchen war eine Prostituierte namens Sally Perry. Und da sie nicht mehr aussagen konnte, wurde ihr Großvater zum Tode verurteilt. Es wurde nie geklärt, wer sie ermordet hat? Nein.
Kurz nachdem ihr Großvater hingerichtet worden war, fand mein Vater Sally Perrys Mitbewohnerin. Ich habe eine Menge Fragen an Sie, Eddie. Miss Franklin für Sie. Ich nenne Sie auch Mrs. Roosevelt, wenn Ihnen das lieber ist, aber ich will ein paar Antworten. Sie haben mit Sally Perry zusammengewohnt? Ja. Warum? Ich habe Ihre Akte gecheckt. Hey, Sally ist tot. Das weiß ich, aber vor 8 Monaten wurde sie festgenommen. Ja, weil sie eine Dummheit gemacht hat. Sie hat einem Freier Geld geklaut und der hat sie natürlich bei den Polypen verpfiffen. Sie wurde nie verurteilt. Und was soll dieses Trara um Sally? Was genau ist passiert? Wer ließ das Verfahren einstellen? Keine Ahnung. Komisch war es auf jeden Fall, das steht fest. Ich meine, eben stand sie nur vor Gericht. Im nächsten Moment kommt sie zu einem Haufen Geld und wir sausen für ein paar Monate ab nach Kuba. Und wer gab ihr das Geld? Hey, ich habe in der Sonne gebraten und habe Cocktails geschlürft. Sie wollte es mir nicht erzählen, also habe ich sie nicht gefragt. Was sagt Ihnen das? Dass mein Großvater reingelegt wurde. Jemand gab Sally Perry sehr viel Geld, damit sie die Stadt verlässt und ihr Großvater im Prozess kein Alibi vorweisen kann. Das ist ja furchtbar. Das ist es. Ihre Schwester ist ermordet worden, weil sie den wahren Mördern offenbar zu nahe gekommen ist. Und Sie haben keine Ahnung, wer die sind? Ich habe eine schwache Ahnung. Und wer? Jemand, der dafür sorgen konnte, dass die Anklage gegen Sally fallen gelassen wurde. Vielleicht die Polizei? Oder jemand mit sehr, sehr großem Einfluss. Was hat Julia in den Tagen vor ihrem Tod getan? Ich weiß nicht, sie hat es mir nicht verraten, weil ich dagegen war, dass sie den Fall untersucht. Ach, wirklich schade. Sie hat einen Lunch mit mir abgesagt, letzten Freitag. Am Freitag? Ja, eine Woche vor ihrem Tod. Sie sagte mir, dass sie in den Rancho Park Tennis Club müsse und nicht mit mir zum Mittagessen könne. Wieso? Weshalb wollte sie dort wohl hin? Das weiß ich nicht. Aber zum Tennisspiel nicht, weil sie Tennis gespielt hat, als hätte sie 2 linke Füße. Danke. Gern geschehen. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was war's für heute? Bis morgen. Wenn Sie bitte so nett wären. Danke sehr. Ich suche diese Frau. Sie erlauben doch. Aber gern. Entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie diese Frau hier schon mal gesehen? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wer war denn das? Keine Ahnung. Eine Frage. Ist George Contepeston hier? Dort sitzt er. Nein, leider nicht. Hey! Mark! Ted! Sie sind Mitglied in diesem Club? Nein, aber Elliot ist Mitglied. Kennen Sie meinen Sohn? Nein, ich glaube nicht. Elliot, das ist Dr. Mark Sloan. Wir sitzen im Community General, im Aufsichtsrat. Mein Vater hat gerade noch von Ihnen gesprochen. Er sagte, außer Ihnen gibt's niemanden, der Gratisreisen nach Paris ablehnt. Ja, ich muss verrückt sein. Entschuldigen Sie mich, ich muss mich für ein Spiel umziehen. Elliot, eine Frage noch. Haben Sie diese junge Dame schon mal irgendwann im Club gesehen? Nein, ich glaube nicht. Ich muss los. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wir sehen uns nachher, Dad. Was ist mit Ihnen, Ted? Das ist Sarah Adams Tochter, Julia. Sie wurde letzte Woche ermordet. Oh nein. Was für ein hübsches Mädchen. Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Hören Sie, dieser Job in Paris wartet immer noch auf Sie. Reden Sie mit Jesse Travis, der ist verrückt danach nach Paris zu kommen. Aber Sie sind der richtige Mann für diesen Job. Die beiden haben was zusammen. Nein, das kann nicht. Meine Damen, verzeihen Sie bitte. Haben Sie dieses Mädchen schon mal hier gesehen? Das Cabrio, Nummer 17. Kommt sofort. Er holt bereits Ihren Wagen. Oh, danke. Herrlicher Tag. Ja, wundervoller Tag. Hören Sie, Sie haben nicht zufällig diese junge Dame irgendwann hier gesehen? Oh, doch, Sir.
Tatsächlich, wann war sie hier? Ich glaube, letzte Woche. Ich meine, Dienstag oder Mittwoch. Sie wollten sie nicht reinlassen, weil sie auf 180 war. Wissen Sie, zu wem sie wollte? Zu Mr. Barclay. Aber sie hat ihn nicht gesprochen. Doch, sie hat ihn getroffen. Sie kam am Freitag nochmal her und hat ihn abgefangen. Der junge Mr. Barclay war ziemlich sauer. Er hat sie angeschrien und sie gingen aufeinander los. Das war ein heftiger Streit. Sagen Sie Ihrem Kollegen, dass ich meinen Wagen erst später brauche. Was soll denn das? Werfen Sie noch mal einen Blick hier auf. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe das Mädchen noch niemals gesehen. Sie spielen ja regelmäßig um 2:30 und das wusste sie. Sie kam her, um Sie zu sprechen. Ich weiß, dass Sie ein Freund meines Vaters sind und ich will nicht unhöflich werden, also bitte, verlassen Sie den Platz. Sie wissen also nicht mehr, dass Sie sie draußen angeschrien haben. Ach so, die meinen Sie. Sie wurden sogar handgreiflich. Ach, die war verrückt. Sie schlug nach mir und zog mir an den Haaren. Was hat sie gewollt? Woher soll ich das wissen? Sie hat irgendeinen Blödsinn gefaselt. Hören Sie, Dr. Sloan, eins steht fest. Sie hatte kaum Ähnlichkeit mit diesem Foto. Darauf hätte ich die Verrückte niemals erkannt. Okay, spielen wir weiter. Mist, voll daneben! Werfen Sie her! Danke! Okay, nochmal. Gefunden? Ist Ihre Nummer 161? Das bin ich, Carl Agajanian. Wo war sie denn? Im Beeman Park hinter den Toilettenhäuschen. Komisch. Aber danke, wir müssen nämlich dafür bezahlen. Was zum Teufel soll das? Ein Junge fand die Marke kurz nachdem Sie und Ihre Freunde meinen Partner verprügelt haben. Aber das ist Schwachsinn. Wir mögen Leute nicht, die Polizisten verprügeln. Ich habe überhaupt nichts getan. Das können Sie mir auf dem Präsidium erzählen. Gehen wir. Hey, Ted. Wie geht's dir? Ich verdurste. Darf ich? Natürlich, bedien dich. Willst du auch einen? Nein, danke. Ist noch zu früh für mich. Also, was gibt's denn so Dringendes, dass es nicht warten kann? Du willst doch Premium Security. Meine Anwälte wollen sie, die Buchhalter ebenso. Ich will sie. Na schön. Sie gehört dir. Was ist passiert? Ach, Ted, warst du ein fauler Kunde, der mir auf den Wecker geht, ein dummer Patzer zu viel von meinen Leuten? Ich habe keine Geduld, kein Interesse mehr, ich hab's einfach satt. Bist du sicher? Das bin ich. Dann geht das Geschäft klar. In Ordnung. Meine Anwälte rufen dich an. Gut. Seine Flugreservierung ist also bestätigt. Die Cayman-Inseln sollen wunderbar sein.
aber ich glaube, Mr. McNamara wird den nächsten Winter in einem vergitterten Zimmer hier in L.A. verbringen. Ich muss auflegen, danke. Mr. McNamara? Ja? Sie sind festgenommen. Dürfte ich vielleicht mal erfahren, wieso? Sie machen einen großen Fehler, junge Lady. Einen verdammt großen Fehler. Wir haben Ihren Angestellten festgenommen, Mr. Carl Agajanian. Mr. Agajanian sagt, er habe Ihre Drecksarbeit erledigt. Sie hätten ihn dafür bezahlt, dass er Detective Sloan verprügelt. Er sagt, er hätte von Ihnen Geld bekommen, um den Mann zu bezahlen, der Julia Adams ermordet hat. Und dass er in dem Premium Security Wagen war, den wir verfolgt haben. Und dass es Ihr Geld war, das er aus dem Wagenfenster geworfen hat. Was ist? Sind Sie stumm oder was? Spucken Sie es aus! Ich will Ihnen mal was erklären. Hier in Kalifornien gilt ein Auftragsmord als Verbrechen von besonderer Schwere. Das bedeutet Todesstrafe. Die Gaskammer. Also möchten Sie irgendwas sagen? Einen Deal vorschlagen oder sowas in der Richtung? Ich war 4 Jahre in einem vietnamesischen Gefängnis. Sie können mir nicht mal ansatzweise Angst machen, mein Freund. Ich würde gerne allein mit Mr. McNamara sprechen. Ich bin Mark Sloan, der Sohn des alten Partners Ihres Vaters, James Sloan. Ich habe Ihren Vater kürzlich besucht. Es geht ihm nicht gut. Sein Hirn versagt. Er hat Alzheimer. Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen? Ein Mann wie er, denke ich, sollte die paar Jahre, die ihm noch bleiben, in Frieden verbringen dürfen, finden Sie nicht? Haben Sie meinen Vater bedroht? Als ich dort war, ist etwas Seltsames geschehen. Er hielt mich für meinen Vater. Er sagte, er wolle sich bei mir für irgendwas entschuldigen. Jahrelang habe er darüber nachgedacht. Zunächst war mir nicht klar, worüber er sprach, aber dann wusste ich, wovon er redete. Vor Jahren tötete er eine junge Frau namens Sally Perry. Ihr Vater hat Joseph Langfords Alibi-Zeugin ermordet. Sie wissen es vermutlich, bei Mord gibt es keine Verjährungsfrist. Was zum Teufel macht er da? Ich weiß nichts über die Vergangenheit. Sicherlich wissen Sie eine Menge über die Gegenwart. Über den Mord an Julia Adams. Wenn Sie nicht kooperieren, wird alles nur noch schlimmer für Sie. Und für Ihren Vater. Denken Sie darüber nach. Du bedrohst wirklich diesen greisen Mann? Ja, das tue ich. Dad... Ich habe nie herausgefunden, warum mein Vater meine Mutter und mich verließ. Inzwischen denke ich, es muss mit diesem Langford-Fall zu tun haben. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Danny. Jimmy. Hallo, Danny. Ich war 15 Jahre lang dein Partner. Erkennst du mich nicht mehr? Jimmy. Wie geht es dir? Es geht dem Ende zu, Danny. Nein, Jimmy, wir sind schon da. Es funktioniert nichts mehr so wie früher. Sag mal, Danny, erinnerst du dich an den Abend, als Joe Langford auf dem elektrischen Stuhl gestorben ist? Da sind wir zusammen in eine Bar gegangen. Ins Cock and Bull? Ja, genau. Und wir haben uns da ein paar Drinks genehmigt. Ich habe damals gesagt, wir haben einen unschuldigen Mann in den Tod geschickt. Was hast du darauf gesagt? Ich sagte, fang nicht davon an, Jimmy.
Ich erinnere mich an den Abend. Es war regnerisch und kalt. Die Kleine von der Garderobe hatte frei. Du weißt, wen ich meine? Ich weiß nicht mehr ihren Namen, Lenny. Lenny. Die konnte dich mit ihren langen Beinen zweimal umschlingen. Weißt du noch, dass ich sagte, der Mord sei Joe Langford angehängt worden und wir beide seien darauf reingefahren? Ich bin mit Lenny gestern ausgewesen und wir sind in ein paar Läden auf dem Strip gegangen. Danny, hör zu. Sally Perry wurde dafür bezahlt, dass sie am Mordtag mit Langford zusammen war. Und dann hat man sie aus dem Land geschafft, weil irgendwer ihre Aussage verhindern wollte. Du magst Lenny. Das weiß ich doch. Du musst das locker sehen, Jimmy, und ihr ein bisschen Spaß gönnen. Danny, wieso wurde Catherine Langford ermordet? Wieso wurde Joe Langford reingelegt? Lass die Sache ruhen. Das kann ich nicht, Danny. Ich muss damit leben. Wir haben in dem Prozess ausgesagt, Danny. Also haben wir einen unschuldigen Mann in den Tod geschickt. Lass besser diese Geschichte ruhen. Warum? Du hast nie etwas auf sich beruhen lassen. Was hast du vor? Willst du zur Presse gehen? Zu den Barclays? Aber es bleibt mir keine Wahl, Danny. Tu's nicht, Jimmy. Ich muss dich warnen. Tu's nicht. Die Barclays. Danny warnte mich davor, zu den Barclays zu gehen. Wie soll ich das verstehen? Meine Schwester hat mit Elliot Barclay zu reden versucht. Sie hatte alle möglichen Bücher über die Barclays. Was für Bücher? Ich habe sie mir nie angesehen. Dad, wo ging dein Vater an jenem Abend nach dem Verlassen der Bar hin? Ich weiß es nicht. Hast du Danny gefragt? Er weiß es nicht. Oder er kann sich nicht erinnern. Was hast du nun vor? Mit den Barclays zu reden, denke ich. Wenn dein Vater zu den Barclays ging, dann war das vor 53 Jahren. Und er würde dort mit Ted Barclays Vater David gesprochen haben, der seit etwa 25 Jahren tot ist. Irgendwas ist damals geschehen und ich will wissen, was. Ich hab angefangen, ein paar von Julias Sachen zusammenzupacken. Ich glaube, diese Bücher über die Barclays sind da drüben in der Kiste. Ja, hier drin. Cheryl holt mich ab und fährt mich zum Revier. Das ist doch nicht nötig. So kannst du hierbleiben und zum Haus zurückfahren, wann immer du willst. Sieh mal hier, Steve. Ein Laborbericht über eine DNA-Analyse. Das ist ja merkwürdig. Was wollte Julia mit einer DNA-Analyse? Das weiß ich auch nicht. Eins steht aber fest. Das ist nicht ihre DNA, die ist von einem Mann. Oh mein Gott. Was hast du da? Das ist ein Foto. Von mir und Julia und unserer Freundin Joyce, als wir klein waren. Joyce hat es ihr geschickt. Sie wusste offenbar noch nichts von Julias Tod. Komm mal her. Tut mir leid. Das ist schon gut. Hi. Oh, hi, ich bin Carrie. Kommen Sie rein. Dad, wir sind unterwegs zum Krankenhaus. Könntest du einen DNA-Befund, den wir in Julias Wohnung gefunden haben, überprüfen? Gut, danke, dann bis nachher. Also, was läuft da mit Carrie? Hör zu, gar nichts läuft da. Bitte, die Frau lag in deinen Armen, da muss was laufen. Sagen wir mal so, es ist noch zu früh, um darüber zu reden. Aber sie wohnt inzwischen bei euch im Strandhaus. Aber das heißt nicht, dass wir zusammen wohnen. Ja, aber sie ist dort. Ich hoffe, du amüsierst dich. Unheimlich sogar. Hm.
gut gespielt. Danke. Danke. Sind Sie meinetwegen hier? Wir wollen Sie kurz sprechen. Sie spielen auch Schach, nicht nur Tennis, nicht wahr? Sie wissen ja, mensana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Sie wollen es offenbar wissen. Will das nicht jeder? Frank, wir spielen heute Nachmittag eine Partie, okay? Oh, Elliot Barclay, das ist mein Sohn Steve. Er ist Lieutenant beim Los Angeles Police Department. Brauche ich einen Anwalt? Das will ich doch nicht hoffen. Ich muss mich noch für neulich entschuldigen. Ach, das ist doch schon vergessen. Nein, ich habe das Mädchen auf dem Foto nicht erkannt. Das führt uns zu dem Grund, aus dem wir hier sind. Wir haben in Julia Adams' Wohnung einen DNA-Bericht gefunden. Es dürfte sich um ihre DNA handeln. Meine DNA? Wie sollte Julia Adams an meine DNA kommen? Der Test wurde in Auftrag gegeben nach ihrem Streit mit Julia vor dem Club neulich. Und er wurde an männlichen Haaren durchgeführt. Oh, nun, das klingt schlüssig. Vor ein paar Jahren habe ich für ihren Vater eine DNA-Analyse durchgeführt. Die Barclays haben ein rezessives Gen für zystische Fibrose. Dieses Gen fanden wir auch in ihrem Test. Das Gen ist eins der verbreitetsten rezessiven Gene in der weißen Bevölkerung. Jeder 25. Mensch hat es. Ja, das stimmt, aber wenn man das Testdatum berücksichtigt und die Tatsache, dass Haare genommen wurden, ist es recht eindeutig. Wahrscheinlich, für Sie jedenfalls. Elliot, ein DNA-Test wird aus zwei Gründen durchgeführt. Vaterschaftsklagen und kriminologische Untersuchungen. Okay, jetzt reicht's mir. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Ich kenne sie nicht einmal. Und ich habe mit Sicherheit kein Verbrechen begangen. Hören Sie, ich möchte Ihnen mal was sagen. Ich habe mich bemüht, höflich zu sein, weil Sie so lange mit meinem Vater befreundet sind. Ich habe aber Ihre Beschuldigungen satt. Ich habe Sie ziemlich satt. Die Barclays. Die Barclays. Julia war besessen von denen. Aber wieso? Was hat sie bloß gesucht? Ich wollte dir noch sagen, ich finde deine Partnerin ziemlich hübsch. Cheryl? Ja, Cheryl. Ist das schwierig? Was meinst du? Den ganzen Tag mit einer attraktiven Frau zu verbringen. Aber nein, Cheryl ist meine Partnerin, eine Freundin. Ist sie verheiratet? Inzwischen geschieden. Oh, sie kann dich gut leiden. Du irrst dich. Ach, nein, du hättest ihr Gesicht sehen sollen, als sie in die Wohnung kam. Sie hat Gefühle für dich. Steve, das glaube ich nicht. Was? Sieh mal, das ist ein Foto von David Barclays Mutter von 1923. Wem sieht sie ähnlich? Ich gebe auf. Steve, sieh doch mal hin. Das ist Julia. Okay, warte mal, nicht weglaufen. Sieh mal her. Was meinst du? Ich fange langsam an zu begreifen. Stimmt was nicht? Nein, nein, nein. Carrie lässt eine DNA-Analyse machen. Interessant. Warum? Julia war wohl im Begriff zu beweisen, dass sie und Carrie Barclays sind. Deshalb ließ sie Elliot Barclays DNA analysieren und deshalb wurde sie ermordet. Das heißt, ihr wollt Carries DNA mit der von Elliot Barclay vergleichen? Ja. Wenn sie übereinstimmen, wird deine Freundin verdammt reich werden. Hör mal, sie ist aber nicht meine Freundin. Verzeihung. Vergiss es.
Weißt du, womöglich war Catherine Langford eine Barclay. Vielleicht wurde sie deshalb ermordet. Du meinst die Barclays, eine der führenden Familien von L.A., die Inhaber eines Zeitungsimperiums? Die haben das alles getan? Oh, da bleibt einem die Spucke weg. Ja, und da brauchst du verdammt gute Beweise. Oh, du kennst doch den alten Mann oben in der Gerichtsmedizin. Robert Ingle? Ja, ich habe ihm den Brief von deinem Großvater gegeben. Und? Sprich mal mit ihm. Du hast gegen meinen Vater ermittelt? Sei mir nicht böse, Dad. Nein, aber ich verstehe das nicht ganz. Ich wusste nicht, dass dein Dad fortging, als du 10 warst. Das hast du mir nie erzählt, nicht wahr? Du hast mir einen Brief von ihm aus New York gezeigt, in dem er dir alles Gute wünscht und, das braucht mir gewissermaßen das Herz. Aber Steve... Dad, ich hatte mein Leben lang einen Vater. Ich wollte nur irgendwas tun. Du hast den Brief also ins Labor gegeben. Was hast du davon erwartet? Das waren auch Cheryls Worte. Wie auch immer, sie gab den Brief Robert Ingle. Dem alten Kerl, auf den niemand mehr hört? Ja, zunächst hat er das Schriftbild verglichen. Die Typen wurden jahrelang auf mechanischen Schreibmaschinen von Royal benutzt. Ja, mein Dad hatte eine alte Reiseschreibmaschine. Dann hat er das Papier überprüft. Es stammt von einer Firma an der Westküste, die aber niemals ihre Produkte an der Ostküste, also auch nicht in New York, verkauft hat. Das ist eigenartig. Das meinte Robert Ingle auch. Robert hat viel Zeit und er ist ein sehr, sehr cleverer Mann. Was hat er getan? Er wusste, dass sein Dad Polizist war und dass das Police Department in Los Angeles damals ausnahmslos mechanische Schreibmaschinen von Royal in Gebrauch hatte. Also tat er etwas Erstaunliches. Er hat im Archiv einen Bericht rausgesucht, der damals von deinem Dad geschrieben wurde und von Danny McNamara. Wirf einen Blick drauf. Die sehen aus, als ob sie auf derselben Schreibmaschine geschrieben wurden. Und weißt du, wo diese Schreibmaschine stand? Im Hauptquartier von Los Angeles West. Ich muss los. Ich begleite dich. Nein. Dad. Ich sagte nein. Mein Vater ist gar nicht nach New York gegangen, nicht wahr? Jimmy. Du kommst mich schon wieder besuchen. Ich bin nicht Jimmy. Ich bin sein Sohn Mark. Und ich will wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Er fuhr nach New York. Nein, nein. Sie haben den Brief an meine Mutter geschrieben. Er wurde hier getippt und aus New York abgeschickt. Ihr Vater war der beste Partner, den ich jemals hatte. Ich habe ihn wie einen Bruder geliebt. Was ist mit dem Brief, Danny? Welcher Brief? Ich kann mich an keinen Brief erinnern. In der Nacht, als Joe Langford hingerichtet wurde, wo ist mein Vater da hingegangen, nachdem er die Bar verließ? Lassen Sie mich in Ruhe. Danny, er war fast 15 Jahre lang Ihr Partner. Er hat Ihnen immer den Rücken freigehalten, sich um Sie gekümmert. Was ist mit ihm passiert? Ich sagte, Sie sollen mich in Ruhe lassen. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Was ist passiert, Danny? Warum wollten Sie nicht, dass er zu den Barclays geht? Weil Sie wussten, dass die da mit drin gesteckt haben? Haben Sie auch mit drin gesteckt, Danny? Er hat eine Knarre. Pass auf, Jimmy, er hat eine Knarre. Antworten Sie mir auf eine Frage. Woher hatten Sie das Geld für die Gründung von Premium Security? Wer gab Ihnen das Geld? Waren es die Barclays? Ich schoss auf ihn. Ich habe nie zuvor einen Mann umgebracht. Ich habe nicht zuvor jemanden umgebracht. Ich hab's vermasselt. Ich hab ihn angegriffen. Er fühlte sich bedrängt und alles lag wieder in Gegend. Du kannst doch nochmal hingehen. Er weiß dann vielleicht gar nicht mehr, dass sie da waren. Vermutlich. Dad, sieh dir den Bericht an. Amanda hat Carries Analyse in kürzester Zeit durchführen lassen. Normalerweise brauchst du eine DNA-Analyse mindestens eine Woche. Irgendwelche schlimmen Krankheiten? Krebs sehe ich hier nicht. Natürlich ist das keine Garantie. Was ist mit Erbkrankheiten? Keine.
Und der Hauptgrund für die Analyse? Wie sieht der Vergleich mit Elliot Buckley aus? Sie beide haben rezessive Gene für zystische Fibrose. Sie beide haben den Delta-F508-Fehler. Das ist eine leichte genetische Mutation. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, diese beiden stammen aus derselben genetischen Linie. Sie sind eine Buckley. Deshalb wurde Julia ermordet. Von den Buckleys? Die machen sich die Finger nicht selber schmutzig, aber veranlasst haben sie es. Deshalb wurde Kathleen Langford ermordet und Sally Perry aus demselben Grund. Und deshalb wollte Danny McNamara nicht, dass mein Dad zu den Buckleys geht. Steve, der Captain hat angerufen. Johnny McNamara ist auf Kaution frei. Sein Anwalt hat ein Gnadengesuch für ihn eingereicht. Wofür hat er Gnade verdient? Sein Vater ist gerade gestorben. Entschuldigen Sie mich, Pastor. Ja, selbstverständlich. Wohin willst du? Schon gut. Verschwinden Sie! Wie bitte? Gehen Sie, wir haben Sie nicht hergebeten. Wir sind hier, weil Ihr Vater der Partner meines Vaters war. Mein Vater war alt und gebrechlich und Ihre verdammte Fragerei brachte ihn ins Grab. Er hat die Fassung verloren. Hätten Sie ihn nicht aufgesucht, hätte er die Fassung nicht verloren. Ihr Verlust tut mir aufrichtig leid. Was ist da los? Entschuldigen Sie bitte, darf ich mal vorbei? Es ist die Dienstmarke 416. Das ist dein Vater. Die Hollywood-Stars spielen morgen gegen San Francisco. Wie wäre es, wenn wir hingehen würden? Das wäre toll. Alles klar. Ich habe immer geglaubt, er hätte mich angelogen. Er hätte gewusst, dass er nicht mehr zurückkommen würde. Ich war all die Jahre immer wütend auf ihn. Ich habe geglaubt, er habe uns verlassen. Er wurde aber ermordet. Nicht bewegen. Oh, Verzeihung. Darf ich sprechen? Wenn es sein muss. Was ist das für ein Gefühl, reich zu sein? Ich fühle mich nicht reich. Wart's ab, das kommt schon. Ich weiß nicht. Die Buckleys werden es anfechten. Die ziehen vor Gericht. Damit sie in ihren Zeitungen veröffentlicht wird? Das glaube ich kaum. Es wird interessant werden, weil man nicht weiß, was sie tun werden. Tut mir leid. Hi, Cheryl. Hast du einen Augenblick Zeit? Nein, Carrie mag mich gerade. Oh, hi. Hi. Also, was gibt's? Ich war bei der Constitution und habe ein paar Leute gefunden, die sich entsinnen, Julia gesehen zu haben. Ich bin sprachlos. Das ist fantastisch. Schon gut. Macht's gut. Ja, wiedersehen. Nicht zu fassen. Sie ist zur Zeitung gegangen und hat ein paar Leute gefunden, die Julia gesehen haben. Wussten die, weshalb sie dort war? Ja, sie wollte Elliot Buckley besuchen. Was denkst du? Ich weiß nicht, mein Dad ist gerade unterwegs, um mit Elliot zu reden. Was ist? Es hat gar nichts zu tun mit dieser Geschichte. Sondern mit Cheryl. Ihr Freund Frank konnte nicht kommen. Nehmen Sie mich doch als Ersatz. Ich weiß nicht recht, Doktor. Ich bin ein relativ guter Spieler. Oh, ich habe auch schon hin und wieder gewonnen. Ich freue mich immer über neue Herausforderungen. Also schwarz oder weiß, Dr. Sloan? Sie haben untertrieben, Dr. Sloan. Sie sind wirklich sehr gut. Danke. Aber ich schätze, ich werde Sie doch besiegen. Ich bin Ihnen eigentlich zu Dank verpflichtet.
Wofür? Sie haben mir meinen Vater zurückgegeben. Oh ja, ich hörte, dass man seinen Leichnam in Danny McNamaras Gruft fand. Ermordet. Ihr Großvater hat Danny McNamara für den Mord bezahlt. Doktor, mein Großvater hat keine Killer angeheuert. Ihr Großvater hat auch Catherine Langford umbringen lassen. Das ist natürlich längst Vergangenheit. Warum befassen wir uns nicht mit der Gegenwart? Wie finden Sie Ihre neue Schwester? Wer sollte das bitte sein? Carrie Adams. Oh, wissen Sie, darüber sollte vielleicht lieber das Gericht befinden. Und Schach. Wissen Sie, wenn das Gericht Leute wie mich hinzuzieht, um die DNA zu deuten, dann ist Carrie eine Barclay. Ihre Mutter war eine Barclay. Ihre Großmutter war vermutlich eine uneheliche Barclay. Was wollen Sie tun? Sie aus Ihren Gräbern ausbuddeln? Nein. Dieses Spiel ist viel härter, als die meisten denken. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn der Gegner fast in derselben Liga spielt. Nun, ich denke, ich habe vielleicht ein wenig mehr Übung als Sie. Im Schach, womöglich. Ich kann beweisen, dass Julia in die Redaktion gekommen ist, um Sie zu sprechen. Ich kann beweisen, dass sie hier war und sie ließ eine DNA-Analyse ihrer Haare durchführen. Julia war eine Barclay. Selbst wenn das wahr wäre, das beweist doch überhaupt nichts. Ich brauche noch 3 Züge, um Sie matt zu setzen, Doktor. Soll ich Sie Ihnen vorführen? Noch etwas über die Barclays. Die haben sich nie die Hände schmutzig gemacht. Ihr Großvater benutzte Danny McNamara, um Catherine Langford umzubringen. Sie benutzten Johnny, um Julias Tod zu arrangieren. Schachfiguren, nicht wahr? Sie haben sie benutzt. Und da draußen sind noch mehr. Menschen, die man prima zurechtstutzen kann. Menschen, die liebend gern die Barclays etwas kleiner sehen würden. Für gewöhnlich bestehen Schachturniere aus mehr als nur einem Spiel. Ich glaube, dass die Barclays für den Tod meines Vaters verantwortlich sind. Und ich werde nicht eher ruhen, als bis ich Julias Mörder hinter Gittern sehe. Sie trifft keine Schuld am Tod meines Vaters. Er hat ein langes Leben. Allerdings kein besonders gutes. Mein Vater hat Ihren Vater verraten. Das tut mir leid. Was werden Sie tun? Ich weiß nicht. Den Mord an Julia Adams wird man Ihnen anhängen. Schlimmeres wäre vorstellbar. Was denn bitte? Wenn ich selbst abgedrückt hätte. Anfangs war es wohl der Wunsch Ihres Vaters, Polizist zu werden, das Gesetz zu hüten. Dann wurde er jedoch irgendwie in Verbrechen und Morde verwickelt. Ich glaubte, meinen Vater zu kennen. Jetzt habe ich jedoch keine Ahnung mehr, wer er überhaupt war. Die Beweise für seine Verbrechen so zu hinterlassen, dass man sie nach seinem Tod entdeckt, muss ihn große Überwindung gekostet haben. Was wollen Sie damit sagen? Dass der Mann seine Taten bereut hat. Ihr Vater hat Ihnen eine Botschaft hinterlassen. Handeln Sie nicht wie er, werden Sie nicht zum Auftragsmörder der Barclays. Sie sind meine Freunde. Das sind Sie nicht. Ihr Vater wollte sagen, niemand sollte ungestraft morden dürfen. Kein Cop, auch kein Junge, der Drogen verkauft. Und auch kein Chef einer Zeitung. Ist das Ihre Methode, nachzudenken? Ich fühle mich danach besser. Ted Barclay rief mich aus seinem Privatjet an. Er sagte, er wollte mich um einen Gefallen bitten. Ted? Ja, er sagte, er wolle, dass Julia Adams stirbt. Mann, was lag ich da falsch? Was ist?
Nichts? Was meinst du? Dieser Blick. Kein Blick. Mhm. Also, wie läuft es bei dir und Carrie? Wirklich witzig, dass du das fragst. Sie, du wirst es nicht glauben. Sie meint, dass du und ich womöglich... Na, du weißt schon. Was wollte ich sagen? Ich meine, dass wir Gefühle füreinander haben. Gefühle? Natürlich habe ich ihr erklärt, dass wir nur Partner und Freunde sind. Das hast du. Mhm. Sie sagt, es sei offensichtlich, dass du für mich Gefühle hättest. Aha. Was, ja. Ich? Und dass ich auch Gefühle, Gefühle für mich hätte. Ja, genau. Verrückt, was? Ich meine, wir haben wirklich eine gewisse... Ich weiß auch nicht. Ja, was ziemlich selten ist. Ja. Und seit deiner Scheidung habe ich irgendwie schon darüber nachgedacht. Ein wenig. Im Ernst? Ja, ein- und zweimal. Du nicht? Der Gedanke ist mir schon mal gekommen. Ich meine, nur so aus Neugier gewissermaßen, weißt du? So wie man über seine beste Freundin nachdenkt. Ja. Wie wirst du wohl die nächste Stufe in Angriff zu nehmen? Welche Stufe? An welche Stufe hättest du denn gedacht? Oh. Ja, Sloan hier? Ja, Dad. Es ist soweit? Okay, ich bin schon weg. Also, wo waren wir? Bei der Aufklärung eines Verbrechens. Richtig. Ja. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, Johnny. Darf ich? Natürlich, bedien dich. Wie geht's dir, Kleiner? Nicht so gut. Was sagen die Anwälte? Ted, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Ich brauche einen kleinen Vorschuss auf unseren Deal. Was meinst du bitte? Seit 2 Wochen geht das so. Die Anwälte haben sich immer noch nicht auf einen Preis geeinigt. Die kriegen das hin, Johnny. Die kriegen das schon hin. Ted, der Stress wird mir einfach zu viel. Kann ich mir vorstellen. Ich habe mir gedacht, du könntest mir helfen, das Land zu verlassen. Johnny, du bist mein Freund, aber... Es wäre das Beste für dich, wenn ich aus der Schusslinie wäre. Ich kann mich da nicht hineinziehen lassen, indem ich dir helfe abzuhauen, während du auf Kaution glaubst, draußen bist. Glaubst du, weiß, dass Johnny eine Wanze trägt? Nein, nein. Niemand wird erfahren, dass du mir das Geld gegeben hast, Ted. Welches Geld, bitte? Wovon redest du überhaupt? Ich schätze, das wird nie was. Was lachst du so? Das ist echt lustig. Du denkst, das war mein Vater im Flugzeug? Du denkst, du hast mit ihm gesprochen? Was? Hör mal, du kennst meinen Dad doch seit einer Ewigkeit. Du hättest wissen müssen, dass er sowas nicht tun würde. Was würde ich nicht tun, was? Du hast Julia Adams umbringen lassen. Hast du überhaupt eine Ahnung, Dad, wie viel Geld sie von uns abzocken wollte? Und wenn, wir hätten trotzdem noch hunderte Millionen Dollar gehabt, Elliot. Reg dich ab, ja? Sie war dabei zu beweisen, dass Catherine Langford eine uneheliche Barclay war und dass dein Vater sie ermorden ließ. Stell dir das mal auf der Titelseite von People Magazine vor. Du bist ein Dummkopf. Ich tat's, um dich zu schützen, um unsere Familien zu schützen und unseren Familiennamen. Was für eine Familie sind wir, Elliot? Was für einen Sohn habe ich bloß herangezogen? Elliot Barclay, ich verhafte Sie wegen Mordes an Julia Adams. Das ist ein Wohlschachmatt. Gehen wir.
sonst noch was? Augenblick bitte noch. Okay, danke sehr. Vielen Dank. Wiederhören. Wer war das? Ted Barclay. Er wollte sich persönlich für den Tod meiner Schwester entschuldigen und mir versichern, dass sich seine Anwälte bald mit mir in Verbindung setzen. Mhm. Offenbar ist er ein guter Kerl. Das ist er. Ach. Haben wir jetzt alles? Nur eins noch. Ach, vielen Dank. Wiedersehen. Sie sind klasse. Alles Gute. Ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du getan hast. Komm, ich bring dich zum Wagen. Rufst du mich an? Ja, wenn Cheryl es erlaubt. Oh, Luft. Aber ich gönn's dir. Hier passt wunderbar zusammen. Ich werde seine Marke hier platzieren. Weißt du, wir leben schon so lange in diesem Haus und es hat immer irgendetwas gefehlt. Was denn? Mach auf. Danke, Steve. Mm-hmm.